schon Ende der 70er, da war ich 14, wollte ich gerne Anwalt werden, weil ich im Fernsehen eine ganze Reihe von Prozesssendungen gesehen habe, wo ich das Gefühl hatte, dass das nicht ganz fair abläuft. Meinen jugendlichen Leichtsinn natürlich so betrachtet. Und deswegen habe ich beschlossen, Anwalt zu werden. Ich habe damals viel Fernsehen geguckt, viel so Nachrichten und über Prozesse Dinge gesehen und ich fand dagegen vieles schief und ich wollte gerne Linksanwalt werden, weil Rechtsanwälte gibt es ja schon genug. Aber ich liebe meinen Beruf, weil er täglich Neues bringt. Ich gehe morgens ins Büro und denke, heute mache ich diesen Fall und dann brennt irgendwo die Hütte und ich muss was ganz anderes machen und mich da reinarbeiten und man hat jeden Tag was Neues. Ich arbeite hauptsächlich im Bereich des Zivilrechts, Vertragsrecht und vielen Verkehrssachen. Und daraus resultierend habe ich einen sehr weiten Mandantenstamm, sehr weit gefächert. Es sind einerseits größere Unternehmen auch und auf der anderen Seite viele Privatpersonen, denn gerade die Verkehrsdelikte, Verkehrsunfälle, zu schnell gefahren und derartiges kann ja jedem von uns immer passieren. Einen guten Anwalt zeichnet meines Erachtens aus, dass man nicht alles rechtlich Machbare auch umsetzt, sondern im Hinterkopf behält, was für den Mandanten auch wirtschaftlich oder emotional das Beste ist. Wobei die Entscheidung, ob man das rechtlich durchsetzt, natürlich beim Mandanten liegt. Nachdem mich ein Mandant beauftragt hat, würde ich mir wünschen, dass er das Gefühl hat, gut aufgehoben zu sein und er für sich sagen kann, ich habe das Problem abgegeben, da kümmern die sich jetzt drum. Dann bin ich glücklich und zufrieden. Mein täglicher Ansporn für meinen Beruf ist die Ungerechtigkeit, die es nach wie vor gibt, und der Ehrgeiz, ein Problem zu lösen und das auch kreativ zu machen, weil ich glaube, dass es für alle Probleme eine Lösung gibt, wenn sie vielleicht auch nicht immer juristisch ist. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Mandanten, der ein größeres Unternehmen hatte und der kriegte von einem Schuldner 30.000 Euro und der wollte, dass ich das für ihn einklage. Das hätte ich natürlich auch gemacht und dann fragte ich aber, weil das nicht dazugehört, ob er weitere Geschäftsbeziehungen mit diesem Kunden hat und er sagte, ja, er hätte Geschäftsbeziehungen noch, da wäre noch so 500.000 Euro in der Pipeline. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er diesen Prozess ernster führen möchte, weil er dann natürlich diesen Folgeauftrag wahrscheinlich verlieren wird. Da hatte er in der Situation noch gar nicht dran gedacht. Ich habe dann nicht prozessiert, weniger Geld verdient, aber ich glaube gleichwohl, dass es für den Mandanten das Beste war. Ich glaube, die Kanzlei zeichnet zwei Dinge aus. Das eine ist die Kreativität, die wir uns alle täglich abverlangen, weil wir eine Lösung haben möchten. Und das andere ist, ich glaube, die Mandanten und auch die Richter wissen, dass wir nicht flunkern. Wenn ich vom Gericht bin und sage, dass an der Stelle, wo meinem Mandanten ein Rotlichtverstoß vorgeworfen wird, beispielsweise ein grüner Pfeil ist und er abbiegen durfte, dann ist das so. Ich denke mir das nicht aus und jeder weiß, man kann sich darauf verlassen und das ist bei den Kolleginnen auch so. Ich merke durch die Reaktionen der Mandanten, wenn das Mandat beendet ist, A, durch die Weiterempfehlung und B, teilweise durch Anrufe, dass die sich nochmal bedanken und manche kommen vorbei und bringen Kuchen. Dann merke ich, dass die Mandanten zufrieden waren. Meine Kollegen und mich verbindet, denke ich, dass wir sehr viel Spaß an der Arbeit haben. Was man immer gar nicht glaubt, ist, dass die Juristerei auch eine sehr kreative Tätigkeit ist. Dass man immer wieder versuchen muss und soll, Dinge anders zu betrachten, weil es gibt nicht immer nur eine Lösung, es gibt viele Lösungen. Und die zu finden, das ist der Reiz des Ganzen und das zeichnet uns, glaube ich, auch aus.